Tja moin, das hier ist das Lieblingsrezept meiner Frau. Gab's mal von Maggi, aber Nestle ist ein Huso, deswegen machen wir das heute selber. Gibt's außerdem nicht mehr. Wir brauchen Brühe, Frischkäse, Tomatenmark, Sahne, Zwiebel, Erbsen und Nudeln, die werden vorgekocht. Das Hackfleisch oder wahlweise irgendwas anderes wird braten. Dann kommt die Zwiebel klein. Ist ja auch kein Ding, dann wird der Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze, dann kommt der Scheiß schon mal rein, dann wird das Hack immer angebraten, dann wird es abgelöscht und ja, sieht man ja eigentlich im Prinzip alles, ne? Dann wird das so zusammengeschüttet, dann kommt der ganze Scheiß da wieder rein, fertig, das ist aber lecker. Ja, dann wird das Ganze mit Käse drüber, dann kommt es in den Ofen für so eine halbe Stunde oder so, abwaschen nicht vergessen, zack, ist es fertig, ne? Oh, schön warm, war lecker.